Also, wer hierher kommt, der muss in diesem Land aufgenommen werden. Das ist Quatsch. Es muss niemand aufgenommen werden, außer die Leute, die man aufnehmen will. Das entscheidet jedes Land selbst. Auch die Frage, ob man Asyl gewährt oder sich an internationale Verträge bindet, das entscheidet man selbst. Wer aber natürlich aufgenommen werden muss, das sind die eigenen Leute. Die Millionen Deutschen im Ausland, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Die sich hier deutsch sein, aber Jahrhunderte bewahrt haben, wie etwa Deutsche in Russland, Kasachstan oder auch Kirgisien. Oder auch früher in Rumänien, Ungarn, Slowenien, in der Ukraine und überhaupt überall in Osteuropa und Mittelasien. Das lernt man in der Schule heute nicht mehr. Früher wusste das jedes Kind. Frau Göring-Eckardt weiß das wahrscheinlich sogar, aber für sie gibt es keine Deutschen. Es gibt nur Leute mit deutschen Pässen. Wer hierher kommt, der muss in diesem Land aufgenommen werden, sich wohlfühlen. Endlich mal etwas, was derjenige, der zu uns kommt, tun muss. Sonst müssen wir immer alles für diese Leute machen. Aber wohlfühlen muss er sich schon selbst. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen hier anständig behandelt werden, und zwar egal, woher sie kommen. Nein, wir müssen erstmal gar nichts. Aber insbesondere müssen wir nicht jedem eine Wohnung bezahlen und einen deutschen Pass schenken. Zweitens, wir haben, und das habe ich dargelegt. Ehrlich gesagt hat sie das nicht. Sie hat nur Folgendes gesagt. Ich will anfangen mit der Erinnerung an Odessa. Anfang dieser Woche wurde diese wunderbare Stadt erneut bombardiert, und vielen in unserem Land ist sie wahrscheinlich in den letzten Monaten bekannt geworden wegen des Getreideabkommens. Ganz wenige wissen aber, dass Odessa einst ein wichtiges kulturelles Zentrum für die deutschen Minderheiten in der Ukraine war. Viele von ihnen sind aktuell von den furchtbaren Folgen des russischen Angriffskrieges betroffen. Auch in Russland sind die deutschen Minderheiten zunehmend staatlichen Repressionen ausgesetzt. Die Menschen brauchen gerade jetzt besondere Unterstützung. Aha, gut. Und warum? Nicht nur wegen der andauernden Kriegsverbrechen Putins. Nein, das ist wirklich Unfug. Putin hat damit schon mal gar nichts zu tun. Sondern auch, weil die Bundesrepublik Deutschland in der Folge des Zweiten Weltkrieges diese besondere Verantwortung hat. Und was meint sie mit infolge des Zweiten Weltkriegs? Den deutschen Minderheiten, besonders natürlich denen in Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion, und ihren besonderen Belastungen infolge des Zweiten Weltkrieges. Und nochmal, infolge des Zweiten Weltkriegs. Was meint sie denn konkret? Das Gesetz ist ein Zeichen der Wiedergutmachung. Dafür stehen wir bis heute ein. Wer muss was wiedergutmachen? Wer hat denn was wem getan? Für mich äußert sich die beste Bundestagsvizepräsidentin aller Zeiten eher vage. Es muss für alle Betroffenen Klarheit und Sicherheit geben. Das gebietet einerseits natürlich die Empathie für die Menschen, andererseits aber selbstverständlich auch unsere eigene Verantwortung. Ja, aber warum denn? Liebe Kollegin Göring-Eckardt, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion von Herrn Beckamp. Ich glaube, dass es keinen Sinn macht, mit der AfD-Fraktion über diese Frage zu diskutieren. Es kann nicht sein, und das will ich ausdrücklich sagen, dass wir deutschen Minderheiten auf der Flucht eine schlechter Stellung zumuten gegenüber denjenigen, die sich noch im Aussiedlungsgebiet befinden. Mit diesem Gesetz wollen wir also ein Aufnahmeverfahren ermöglichen, das an die aktuellen Lebensrealitäten und Umstände angepasst ist. Denn wir als Bundesregierung sehen uns in historischer Verantwortung, den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern ein Zuhause zu bieten. Und ich will ausdrücklich sagen, Frau Pawlik ist ja nur eins von vielen Beispielen, auch einigen Beispielen hier im Hohen Haus. Es geht eben auch um die folgenden Generationen. Und ich glaube, dass wir auch damit die Vielfalt in unserem Land in besonderer Weise stärken können. Also am Ende reicht es wieder nur für bla 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 im Regenbogenland. Aber das geht besser. Auch wenn Frau Göring-Eckardt sich gerade nicht klar äußert, denke ich gleichwohl, dass ich verstanden habe, was sie meint. Was sie jedenfalls meiner Ansicht nach meint, ist, dass die Russlanddeutschen, früher oft Wolgadeutsche und ähnlich genannt, nicht etwa wegen des Kommunismus und der Verfolgung durch einen Mörder namens Stalin gelitten haben, so wie viele andere Minderheiten und vor allem Russen selbst. Nein, es geht der guten Frau Göring-Eckardt wieder einmal nur um einen von den Grünen und vielen Medien gepredigten Schuldkult, wonach Deutsche immer Täter waren und sind und niemals Opfer. Daher windet sie sich auch so in ihrer Rede. Aber die Russlanddeutschen waren Opfer. Hunderttausende
sind entrechtet worden, verschleppt und gestorben, weil sie Deutsche waren. Und Frau Göring-Eckardt empfindet offenkundig keine besondere Zugehörigkeit mit diesen Menschen. Die einzige Verbindung entsteht für sie durch eine angeblich endlose deutsche Schuld im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist falsch und vor allem ist es zutiefst antideutsch. Ich meine, solche Leute sollten in der deutschen Politik nichts zu sagen haben. Wir sollten vielmehr als Deutsche zusammenhalten und versuchen, mit allen Menschen gut zurechtzukommen. Aber für Deutsche setze ich mich stets besonders ein. Ganz einfach, weil es die eigenen Leute sind. Diese Bundesregierung hat unsere Landsleute vergessen. Wir aber keineswegs. Wir sind die Stimme der Vergessenen, der Übersehenen, der Abgewiesenen. Denn am Ende ist es das, was uns ausmacht. Wir sind Deutsche, wir sind ein Volk und wir lassen niemanden zurück.